Der Spektroanalysator, die dritte Kategorie wichtiger Messgeräte in dieser Vorlesung, soll jetzt behandelt werden. Nun, sehr platt gesprochen, ist das irgendwie der Bruder zum Oszilloskop. Und während man beim Oszi die horizontale Achse die Zeit hat, haben wir hier beim Specki, beim Ost, nicht so Zi, sondern Ostzi, die Zeit, haben wir hier die Frequenz. Die beiden sind natürlich bekanntermaßen eng miteinander verbunden. Und auf der vertikalen Achse haben wir hier beim Ostzi die Spannung in der Regel. Vor allen Dingen auch einen momentanen Wert. Und hier haben wir in der Regel die, ich schreibe schon P, die Leistung. Weil nichts anderes Sinn macht. Eine Spannung über der Frequenz ist irgendwie komisch ausgedrückt. Müsste man dann komplex hinschreiben. Ich müsste dann eine komplexe Größe da reinschreiben. So, den Zusammenhang, den kennen Sie natürlich. Der Zusammenhang erfolgt über die Fourier-Transformation. Und der ist hoffentlich aus der Mathematik schon bekannt. Nun, wie sehen solche Teile aus? Hier sind mal zwei gezeigt. Auf der linken Seite circa 20 Jahre, also aus dem Jahre 2000, stammendes Gerät von der Firma Hewlett-Packard, die heute über einen Umweg Keysight heißt. Normalerweise erzähle ich an dieser Stelle jetzt die Geschichte der Firma Hewlett-Packard. Das würde ich in der Live-Vorlesung machen, das spare ich mir jetzt hier auf dem Video. Hier haben wir einen Eingang, da hätten wir noch einen Ausgang, das wäre ein sogenannter Tracking-Generator, auf den werden wir hier nicht eingehen. So, hier hätten wir einen Eingang. So, und dann hat man natürlich dasselbe wie am Display auch. Man sieht erstmal, das ganze Ding hat nur einen Kanal, also nicht mehrere Kanäle wie so ein Oszilloskop, das ist mal das eine. Und das andere ist, dass der Aufbau ansonsten ziemlich ähnlich ist. Also man hat da irgendwo ein Display und ein paar Tasten, auf denen man was einstellen kann. Man hat hier noch einen Ziffernblock dran, bei beiden. Ich markiere es nur mal hier bei dem da, dass man also da auch noch wirklich mit Ziffern was eindrehen kann. Aber auch sonst ansonsten die Multifunktionsräder. Hier hat man sogar ein Touchscreen. Und man muss auch sagen, das Ding auf der rechten Seite läuft mit Windows. Also das Betriebssystem dahinter ist tatsächlich Microsoft Windows, während links was proprietäres, eigenes entwickelt wurde, aber auch noch ganz viel linear funktioniert, analog funktioniert, sodass das Betriebssystem da kaum noch eine Rolle spielt. Auf der rechten Seite, das ist eigentlich auch schon mehr ein Signalanalysator, also damit kann man auch moderne Kommunikationssignale, wie zum Beispiel GSM, ZigBee, was weiß ich, 5G, der erkannte ja der halt nicht, aber 3G-Signale, WLAN-Signale kann man da auch noch mit ihrem Informationsgehalt analysieren, was man auf der linken Seite so nicht kann. Also hier gehen wir noch ein bisschen weiter. Signalanalysator. Das soll uns jetzt gar nicht so sehr interessieren. Wir wollen vor allen Dingen die analoge Funktion, den analogen Aufbau und auch die analogen Funktionalitäten, die das Ding so bietet, uns hier etwas genauer angucken. Ja gut, was macht der erst einmal ganz einfach oder um es kurz zu erläutern, was dem Ganzen zugrunde liegt. Sie könnten zum Beispiel einen Spannungsverlauf nehmen, wie hier links gezeigt, also der da. So, und ich weiß es, weil ich es konstruiert habe, der setzt sich eben zusammen aus der Summe dieser Frequenzen, also dieser drei, die auch noch in dieser Phasenlage, so wie sie hier daherkommen, und der Amplitude, so wie sie hier daherkommen, aber ohne die wirkliche Skalierung anzuzeigen mit einem Koordinatensystem, einfach aufaddiert werden. Naja, und das kann man natürlich dann auch aufschreiben. Das sind ja drei unterschiedliche Frequenzen. Und dann würde man einfach drei Linien an drei Leistungslinien auf der Frequenzachse, das ist dann hier die horizontale Achse, darstellen. So, das hier oben wäre der Zeitverlauf beim Ostzi. Und auf dem Specki würden Sie das hier sehen. Specki, Kurzform für Spektrumanalysator. Nicht despektierlich gemeint, aber Spektrumanalysator ist etwas lang, so wie man eben auch anstatt Oszilloskop gerne mal Oszi sagt, sagt man eben anstatt Spektrumanalysator auch gerne mal Specki.
So, ja, wie ist das Ding aufgebaut? Was kann das dann machen und kommt dann dabei raus? Wir können uns jetzt einfach den Aufbau natürlich so vorstellen, dass wir uns einfach eine Filterbank denken. So, ich habe hier einfach mal so eine 8-fach-Filterbank. Genommen. Und was man dann dahinter hat, sind eben hier die entsprechenden Filter. Das sind die, ich mal ein Kästchen hier an, für unterschiedliche Frequenzen. Und dann kommt ein Signal dadurch und dann gibt es hier in Blau einen Leistungsdetektor. Und dann trägt man einfach, das ist das Filter in Rot. Und dann trägt man einfach die Leistung auf über der Frequenz, die man eben diesem Filter zuordnet. Das wäre so die simpelste Art und Weise, gedanklich das zu bauen. Das ist eine völlig unmögliche Art und Weise, das Ding dann so oft so zu verwenden. Es ist eine völlig unmögliche Art und Weise, das auch wirklich praktisch in Hardware aufzubauen, weil sie für jeden Frequenzpunkt natürlich eine Filterbank bräuchten und einen Detektor und so. Und das ist also. Wäre ein Aufwand, der nicht zu schaffen wäre. Es wäre natürlich sehr, sehr schnell, nicht? Also Sie hätten sofort irgendwie eine Antwort. Da müssten nur die Filterantworten berücksichtigen. Die sind ja auch nicht unendlich schnell. Naja, und was dann dabei rauskommt, können wir uns auch angucken, wenn wir hier mal so ein synthetisches Signal uns greifen. So, da haben wir so ein Rechtecksignal oder eigentlich nicht ein ganz richtig Rechtecksignal, sondern eine Überlagerung von insgesamt 8 Teilfrequenzen oder mehreren Teilfrequenzen hier. Eigentlich würde das, upsa, ich wollte es im Blau machen. Würde das vielleicht in etwa so aussehen. So. Und ohne das Rauschen würde man dann eben diese Linien hier sehen, die und noch einen Rest von der. Und mit dem Rauschen, das wir hier mal grau machen, kommen dann noch so kleine Frequenzlinien hier bei den nicht aktivierten Frequenzanteilen dabei raus. So, das wäre so in etwa das, was man sehen würde. Praktisch sähe das noch ein bisschen anders aus, weil man eben nicht 8 diskrete Frequenzen mit solchen Lücken dazwischen hat, sondern versucht eben auch nicht lückend, also jede einzelne Frequenz auch mit zu messen. So, das Ganze, ja, machen wir nicht. Ist jetzt die Frage, wie man jetzt so einen Spektrumanalysator aufbaut. Welche Elemente da drin hat. Ich habe eben schon gesagt, was man eben gerade nicht macht. Dann sage ich eben auch, was man macht. So, vom Aufbau her sieht das in etwa so aus, wie hier gezeigt. Wir haben am Eingang ein Dämpfungsglied. Ich male da mal ein 1 hin. 1 Eingangsdämpfungsglied, damit man auch größere Signale oder eine größere Signalspanne hat, die man hier messen kann. Und nicht festgelegt ist nur auf eine einzelne Signalamplitude und danach ist er dann sofort übersteuert oder so. Also man kann unterschiedliche Empfindlichkeiten für das Ding einstellen und auch relativ große Leistungen vielleicht noch messen. Dann haben wir hier wieder ein Tiefpassfilter oder Low-Pass-Filter. Das braucht man eben, weil danach eine Mischerstufe kommt. Filter. 3, da steht es ja schon dran, eine Mischerstufe. Und die setzt jetzt nach Maßgabe des Lokaloszillators hier, den nenne ich mal 3. Machen wir dahin. Lokaloszillator. Das Frequenzsignal um. Das werden wir im nächsten Bild gucken, was da dann wirklich passiert. Und in 4 haben wir dann ein Mischerbauelement, das eben mithilfe des Lokaloszillators und Referenzoszillators das Signal tatsächlich umsetzt. Und zwar so umsetzt, dass das hier in eine schöne geregelte Verstärkerkette gehen kann. Das ist die hier oben. Und dann vor allen Dingen, das würde ich nochmal ganz wichtig als Nummer 5 hier hinschreiben, durch ein schmalbandiges Bandpassfilter geht. Das bestimmt jetzt im Prinzip die Breite des einzelnen Messpunkts oder der Frequenzbreite für den einzelnen Messpunkt. Und die RBW steht für die Resolution.
Bandwidth. So, danach gibt es einen logarithmischen Ampli-Verstärker, vor allen Dingen, weil man typischerweise die Anzeige in Dezibel, dBm, also in einem logarithmischen Maß haben möchte. Und dann kommt ein Detektor und dann kommt noch eine Videobandbreite, über die wir jetzt an dieser Stelle noch nicht sprechen wollen. Also die würde einfach dafür sorgen, nochmal dafür sorgen, dass man eventuelle Modulationen noch weiter herausfiltern kann oder reinfiltern kann. So, was wir noch brauchen, ist eine Steuerung für die X-Achse. Das ist so ein Sweep-Generator hier. X-Achse Strich Frequenzsteuerung. Also der wird jetzt hier die X-Achse vorantreiben bzw. den Lokaloszillator umsetzen. Jetzt müssen wir uns aber noch darum kümmern, was denn eigentlich so ein Mischer tut. Und das passiert im nächsten Bild. Schematisch ist der Mischer hier gezeigt und das soll auch reichen, um die Funktion zu verstehen. Also im Prinzip ist es ein Multiplikator, der da. Und was da reinkommt, ist ein Signal, sind zwei Signale. Einmal der Lokaloszillator. Das ist ein großes Signal, also amplitudenmäßig großes Signal, das lokal erzeugt wird. So, und dann kommt unser Eingangssignal da noch rein. Eingangssignal. So, was passiert, wenn Sie zwei Sinussignale miteinander multiplizieren? Sinus Omega 1 t mal Sinus Omega 2 t. Naja, dann kommt raus 1/2 Cosinus Omega 1 plus Omega 2, ups, kann man richtig setzen, mal t plus Cosinus Omega 1 minus Omega 2 mal t. Also einmal die Summe und die Differenz. Genau. So, eines von beiden verwendet man, beim Spektrumanalysator nimmt man typischerweise die Summe von beidem und das ist auf der Ausgangsseite, also rechts in dem Bild, auch nochmal gezeigt. Also hier das da, was ich jetzt rot nochmal einkästele. Wir haben den Lokaloszillator hier gestrichelt gezeigt. Wir kriegen das Signal auch in strichpunktig hier rein. Das Eingangssignal, dieses hier. So. Und dieses. Und dann entsteht am Ausgang, den mal grün hier. So entsteht dann das Summensignal und das ist in diesem Fall das, was uns interessiert. Es entsteht auch noch das Differenzsignal. Das ist das, was uns hier in diesem Fall nicht unbedingt interessiert. Es könnte auch sein, wenn wir jetzt noch ein anderes Signal hier hätten, dann könnte es passieren, dass auch dieses andere Signal noch in den in diesen grau hinterlegten Bereich, da also wo das dunkelgrüne Signal ist, rein gefiltert werden würde. Deswegen braucht man zwingend am Eingang hier ein Tiefpassfilter, das beispielsweise hier dafür sorgt, dass weitere Signale da oben nicht reinkommen könnten. TPF oder LPF. So. Was man jetzt dann zusätzlich tut, ist, wie schon hier in Grau gezeigt, man hat irgendwo jetzt so eine Zwischenfrequenz und entweder wirklich da existierend oder nach weiteren Mischstufen, das führen wir jetzt in diesem Fall noch nicht wirklich aus, hat man ein sehr schmalbandiges Filter. Das ist aber fest. So. Also wird man jetzt, kann man jetzt eines tun, dadurch, dass man den LO ändert. Hier wird immer ein anderes Signalanteil genau auf dieses grüne Ding gemappt. Also das grüne bleibt immer die gleiche Frequenz, das ist ja grau hinterlegt und das Festfrequenzfilter. Und dadurch, dass ich meinen LO variiere, kann ich immer unterschiedliche Signalkomponenten, unterschiedliche Frequenzkomponenten des Signals in diesem Filter vorbeifahren lassen und da sauber in der Frequenz trennen lassen. Das ist genau das, was man dann eben wirklich in der Realisierung macht.
damit man eben hier die scharfe Frequenzselektion hinkriegt, ohne solche variablen Filter bauen zu müssen. Variable Filter zu bauen ist sehr aufwendig, ist sehr schwierig. Heutzutage kann man das relativ gut, vor 20, 30, 40 Jahren war das noch deutlich schwieriger. Mittlerweile wird es einfacher. Aber der einfachste Weg ist immer noch das Filter festlassen. Einen frequenzvariablen Oszillator kann man wunderbar bauen und dann eben die Frequenz einfach nur daran vorbeischieben an dem Filter und dann eben die Zuordnung etwas anders machen. Ein realer Aufbau eines Spektrumanalysators, den zeigen wir jetzt. So wie er vor ein paar Jahren noch von Roland Schwarz also gemacht wurde. Man hat einen Filter, effektiv ist das hier ein Filter von 9 kHz bis 3 GHz am Eingang. Die 9 kHz sind dafür da, damit man keine Gleichspannung an den Eingang legen kann. Ja, warum will man keine Gleichspannung an den Eingang legen? Effektiv ist das hier, oder sage ich gleich noch was zu einer Diode. Legen Sie mal eine zu hohe Gleichspannung an eine Diode an. Was passiert? Ja, die Diode geht kaputt. Nun gut, also wir haben da jetzt ein Eingangssignal. Das ist übrigens das Dämpfungsglied hier. So, wir haben da also jetzt ein Eingangssignal von bis zu 3 Gigahertz. Dann haben wir einen Lokaloszillator hier bezeichnet mit PLL und der Schwingung da drin in dem runden Kasten von 3,4 bis 3,66 Gigahertz. Das wird dann nach dem im Mischer umgesetzt auf eine Frequenz, die idealerweise, da kommen natürlich viele Frequenzen dabei raus, aber interessieren tut uns dann eigentlich nur die mit 376,4 MHz. Das ist nämlich das erste Filter, das an der Stelle hier zur Vorselektion da ist. Das ist noch nicht das Filter, das uns hinterher wirklich das Schmalbandige macht. Na gut, wird ein bisschen verstärkt, wird dann also erst einmal vorgefiltert, wird dann umgesetzt auf 404 MHz. Da gibt es dann Overload-Detektor. Mit welcher Frequenz das umgesetzt werden muss, kann man leicht ausrechnen. Das sind nämlich 3072 MHz. Wird dann noch einmal gefiltert, wird dann mit 384 MHz auf 20,4 MHz umgesetzt. Und da ist dann tatsächlich unsere Auflösungsfilter. Das ist das schmale RBW, Resolution Bandwidth Filter. Mit dem wir dann eben wirklich da diese Frequenzselektion machen können. So, über diese beiden Filter, die an der Stelle da stehen, nämlich das zweite hier auch noch, wird dann wirklich die schmalbandige und frequenzselektive Selektion gemacht für die Anzeige. Und dann dahinter kommt eben, geht es zur Detektion und auf das Video Bandbreitenfilter. So, wie verwendet man jetzt Entschuldigung, so ein Gerät? Dazu schauen wir uns auch noch etwas die vielleicht blanke Theorie an. Wir haben es hier also mit einem Signal zu tun, auch wenn da sechs Linien gleich stehen. Wir haben es mit einem Signal zu tun. Und dieses eine Signal wird an einem feststehenden Filter, das ist das orange Ding hier. Hier. Festes Filter. Vorbeigefahren. Mal in Position 1, dann in Position 2, 3, 4, 5 oder 6. So passiert das. Was wir uns vorstellen, ist hier auf der rechten Seite, dass das Filter durch die Gegend geschoben wird. Nämlich mal in Position 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. So. Und wenn wir das haben, dann können wir natürlich ablesen, wie viel Signal da rauskommt. In Position 1 hier beispielsweise ist das sehr wenig. Das ist nämlich nur das da. Und irgendwann wird das Filter auf das Maximum geschoben. Das ist hier die Position 3 an der Stelle. Und dann haben wir da das Maximum 3. So, was wir auch bei einem wirklich sehr, sehr, sehr schmalbandigen Signal hier, das ist einfach nur eine Frequenzlinie haben, ist natürlich hinterher doch noch eine ausgedehnte Linie. Wir sehen nämlich, eben nicht ausgedehnte Linie, sondern ausgedehnte Filterfunktion. Wir sehen nämlich genau die Filterform hier orange. Auch auf dem Display. Also das Signal, das wir eigentlich hier reingegeben haben, war wie schon ganz links oder in der Mitte gezeigt, ein wirklich Einfrequenz-, Einliniensignal, sehr monofrequent. Nicht? Und das, was wir dann hinterher am Spektrumanalysator sehen, ist eben so ein breites Signal. Weil das nämlich genau die Filterform ist. Die ist so in etwa gaußförmig, insofern passt das hier schon. Und in der Realität kann man das auch entdecken. Da sieht man dann für etwas unterschiedliche Messparameter zwei Kurven. Einmal,
mit etwas mehr Rauschen hier und auch einem etwas schlechteren abfallenden Rauschen. Das sind zwei unterschiedliche Quellen, die hier gemessen wurden bei der gleichen Frequenz. Und dann mit einem sehr niedrigen Rauschteppich in dem blauen Fall. Und man sieht ganz klar hier, darauf möchte ich aufmerksam machen, wenn man sich den Bereich des Signals anguckt, dann ist das hier fern von irgendwie einer klaren Linie oder so. Natürlich hat das real existierende Signal auch nicht eine klare Linie gehabt. Aber man sieht vor allen Dingen diese abgerundete, glockenförmige Form. Warum sind hier plötzlich zwei Linien zu sehen? Nun, die eine ist aus dem Speicher geholt und wird einfach überlagert mit der aktuellen Messung. Also es ist nicht so, dass das jetzt plötzlich ein Zweikanal-Specki oder sowas gewesen ist, sondern das ist jetzt ein einkanaliger, aber man kann da mehrere Messungen hintereinander legen oder übereinander legen, um die wirklich vergleichen zu können. So, schauen wir uns mal an, wie sich unterschiedliche Parameter hier auswirken. Hier ist zunächst einmal die Eingangsdämpfung variiert worden. Und es lag kein Signal an. So. Ja, wie kann das sein, dass dann unterschiedliche Dinge angezeigt werden? Nun, wenn Sie Eingangsdämpfung variieren, dann kommt ja eigentlich immer weniger Leistung am Detektor an. Normalerweise, wir hatten das besprochen, aber bei dem Dämpfungslied im Thema Rauschen, die thermische Rauschleistung bleibt aber immer gleich. So, nun weiß natürlich der Spektrumanalysator auch, welche Dämpfung ich am Eingang eingestellt habe und in der Anzeige wird er das kompensieren. Das heißt also, er wird jetzt hier, wenn ich hier 0 dB Dämpfung eingedreht hatte, dann wird er das da unten anzeigen, weil er weiß, da muss er nichts korrigieren oder da muss er nur sehr, sehr wenig korrigieren. Während wenn ich jetzt hier 10 dB einstelle, dann wird es schon mehr. Und wenn ich 20 dB reindrehe, muss er das Ganze, und hier sind es zwei Kästchen, nach oben verschieben. Und es ist jeweils so, dass also der Unterschied von dem einen zum anderen jeweils auch in der Anzeige immer ein Kästchen ist. So, hier haben wir dann 30 und dann gehe ich mal in größeren Schritten vor. Wir haben hier dann 50 dB Dämpfung und naja, hier sind es das Maximum 75 dB Dämpfung am Eingang reingedreht und dann sieht das, also ich habe es jetzt so dargestellt, aber ich kann natürlich den Bildschirmausschnitt auch noch verschieben, dann würde man das Rauschen mit 75 dB nicht unbedingt am oberen Rand sehen. So, das ist der eine Parameter, den ich ändern kann. Ich kann natürlich auch, der eine wichtige Parameter, den ich ändern kann, ich schiebe also im Prinzip den Rauschteppich nach oben und nach unten. Das muss man manchmal machen, wenn man auch zum Beispiel größere Signale messen möchte. Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei 0 dB hier. Das kann leicht sein, dass das auch mal gefährlich wird, weil man den leicht übersteuert. Und damit auch leicht zu zerstören. Und das wollen wir ja nicht. Aber wie man den effektiv kaputt kriegt, den Spektrumanalysator, werde ich Ihnen gleich noch sagen. So, der andere Parameter, den man noch messen, der noch variieren kann, wäre die Messbandbreite. Auch hier wurde die Messbandbreite variiert. Naja, und es ist natürlich so, das haben wir im Thema Rauschen gelernt, je schmalbandiger man misst, desto weniger Rauschleistung bekommt man auch. Und hier haben wir zum Beispiel mit einer Auflösungsbandbreite von 300 Hertz gemessen. Wir sind dann höher gegangen auf 1 Kilo hoch bis zu 10 Megahertz. Hatten also hier dazwischen in Blau 1 Megahertz Messbandbreite und in Grün 1 Kilohertz. Theoretisch sollte sich diese Messbandbreite 1:1 wie niederschlagen in der Darstellung, in der gemessenen Rauschleistung. Das tut es jetzt hier im Unterschied von 300 Hertz zu 1 Kilohertz nicht ganz, weil sich da nämlich auch die Messart noch etwas geändert hat. Also da ist im Spektrumanalysator noch mehr passiert, als nur, dass die Bandbreite sich geändert hat. Hier jedoch haben wir jeweils Übersprünge von ca. 10 dB. In der Leistung drin. Also wenn Sie ein verrauschtes Signal messen wollen, müssen Sie selbstredend die Auflösungsbandwidth, also die Resolution Bandwidth, runterdrehen und
an der Stelle da noch etwas weniger, mehr Messzeit investieren natürlich, und sie bekommen dafür mehr Auflösung bzw. einen geringeren Rauschteppich. So, das kann man natürlich jetzt auch noch weiterdenken, indem man jetzt mal überlegt, was passiert eigentlich mit Signalen. Was ich bislang hier gezeigt habe, ist natürlich nur, wenn ich einen Parameter und dann noch nicht mal mit Signal am Eingang variiere. Also entweder die Dämpfungsvariere wie hier oder die Bandbreite variiere wie hier. Was man natürlich ganz häufig hat, ist, dass man unterschiedliche Signale voneinander separieren will. Auch da spielt natürlich die Bandbreite eine Rolle, wie man hier in der Theorie leicht sehen kann. Was passiert ist, dass sich im Prinzip die beiden Filterkurven hier überlagern, auf der linken Seite hier mit sehr breiten Filtern, also einer großen RBW, Resolution Bandwidth, gemessen. Und wenn Sie dann zwei Signale haben, die dicht beieinander liegen, dann werden irgendwann diese beiden Filterkurven sich überlagern und Sie kriegen eben diese dunkelrote Linie raus. Das Signal ist kaum, die Signale sind kaum voneinander zu unterscheiden. Wenn Sie die Filterbandbreite deutlich runterdrehen, passiert das Offensichtliche. Sie kriegen, wie in der rechten Seite gezeigt, eine bessere Separation dazwischen. Das ist nicht nur theoretisch so, das ist auch praktisch so. Wie man hier sieht, wir haben hier mit Orange oder eigentlich sogar dunkelgrün ganz, ganz schmalbandig gemessen. Man sieht das daran, dass der Rauschteppich hier sehr weit nach unten geht, da in dunkelgrün. Bei dem Orangen ein bisschen mehr, der Rauschteppich an der Seite geht hoch, in grün noch mehr. Man sieht dann auch schon die Filterfunktion in der grünen Darstellung. Naja, wenn man jetzt auf die schwarze geht, dann sieht man eigentlich die beiden Signale nicht mehr voneinander getrennt. Man sieht aber ganz klar die Filterfunktion und dann eben auch hier den Rauschteppich an der Stelle hier und dann eine Filterfunktion. Wenn man es natürlich übertreibt, also das würde man nicht unbedingt so machen mit grün, denn grün, das wäre sicherlich eine mögliche Variante hier zu messen. In schwarz würde einem sofort auffallen, dass man so nicht machen wird. Und ganz falsch kann man es natürlich machen, indem man hier mit der großen Glocke hier in blau da oben drüber fährt. Da sieht man natürlich gar keinen Signalunterschied mehr zwischen den einzelnen Punkten. So, was haben wir noch? Was uns praktisch auch häufiger interessiert, ist natürlich, inwieweit man unterschiedlich starke Signale voneinander separieren kann. Auch da zunächst mal die theoretischen Überlegungen dazu. Wie hier gezeigt, also ein kleines Signal und ein großes Signal. Da sieht man natürlich ganz klar, dass das kleine Signal unter der Filterkurve des großen Signals verschwinden kann, was man auch im Praktischen sieht. Ganz klar zu erkennen ist, dass hier im schwarzen und auch blauen Fall die Signale sehr schön voneinander separiert sind und man natürlich ganz klar das kleine Signal hier auf der rechten Seite auch sauber findet. Wenn ich mit der grünen Auflösung darüber fahre, dann wird es schon schwieriger, dann sieht man, dass das so ein bisschen verschwimmt. Da ist aber auch Rauschen, spielt da eine Rolle, und im orangen Fall ist es natürlich komplett verschwunden. Da sieht man dann an der Stelle gar nichts mehr und würde das Signal eben auch nicht finden. Das passiert einem natürlich in der Darstellung, wie ich das hier jetzt gemacht habe, nicht. Die ist zur Illustration da. Das kann einem natürlich passieren, wenn die beiden Signale sehr, sehr viel weiter zusammen sind oder die eigentliche Span hier, also die Darstellungsbreite, der Frequenzbereich, über den ich messe, deutlich größer ist, sodass die beiden Signale relativ voneinander wenig entfernt sind.